Ja, mein Name, ich sag jetzt mal was Nettes, ist der Jürgen, Jürgen Stolz. Ich bin hier der Chef von dem Betrieb. Wir haben uns 1998 selbstständig gemacht, ich mit meiner Frau, Heike Stolz, mittlerweile früher Stubenrauch, und haben dann diesen Betrieb, der früher das Café Siegel war, 2000 übernommen, dann komplett neu umgestaltet, umgebaut. Und da davor war ich so ein bisschen als Pionier unterwegs im Job und in Deutschland, in Frankreich, in Luxemburg. Ich habe verschiedene Konditoreien gearbeitet, um ja, also einfach Erfahrungen anzueignen. Garmisch-Partenkirchen habe ich meine Frau kennengelernt. Das war die schönste Zeit. Also vom Betrieb her nicht der unbedingt der interessanteste, aber von der Zeit her war eine, ja, würde man sagen, eine coole Zeit. Und wir haben uns konzentriert auf die französische Konditorei, Patisserie, auf die kleinen Törtchen. Ich bin sehr frankophiler Typ. Ich mag gerne, was die Franzosen machen. Sie sind für mich eigentlich so ausschlaggebend und richtungsweisend. Vom Sommer bis zum Winter wird immer wieder ausgetauscht. Und dann im Oktober führen wir immer wieder den Apfelstrudel ein. Richtig schönen österreichischen Apfelstrudel mit gezogenem Teig. Und einfach fantastisch. Die Leute, die warten quasi auch schon da drauf. Und den nehmen wir dann auch wieder im März, April raus, um das Ganze auch ein bisschen spannend zu halten. Jetzt geht es erstmal nach Berlin mit dem CC-Club. Das ist so eine Vereinigung aus Deutschland, Spitzenkonditoreien. Das sind alles Teilnehmer, die an der deutschen Meisterschaft teilgenommen haben. Ich habe ja selber teilgenommen 2005 und ja, knapp am, nicht Erster geworden, aber Zweiter. Ist auch nicht schlecht. Diese Leute sind nennt man CC, das heißt Condi Kreativclub, und wir treffen uns einmal, manchmal sogar zweimal im Jahr und beraten, reden und tauschen uns aus, machen Studienreisen. Jetzt geht es nach Berlin. Letztes Jahr war in Barcelona, davor das Jahr in London, Paris, Budapest, und dann wir schauen dann auch in Konditoreien rein, schauen, was ist da, was kann man mitnehmen, und man nimmt von jeder Reise was mit, und wenn es so eine Motivation ist.